Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem Video auf meinem Kanal TPGTV und zurück zu einer weiteren Folge mit dem Kaiserslautern, Leute. Und es geht wieder weiter. Ja, es ist relativ warm draußen, aber ich nehme trotzdem vielleicht auf, Leute. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal kurz in den Kanal anschauen, was heute so auf dem Plan steht. Und zwar sind jetzt genau diese drei Spiele. Und zwar werden wir gleich reinstarten mit dem Spiel gegen den Hamburger Sportverein, Leute. Dann werden wir direkt danach das Spiel gegen die PSV spielen und dann in der Situation gegen Leipzig. Genau. Wird es dann noch zum Abschluss kommen heute. Und dann geht es natürlich nächste Folge weiter. Wir haben jetzt noch 2 Monate vor uns. Das sind dann insgesamt jetzt noch nach dieser Folge zweite Folge und dann hier die dritte Folge. Das heißt 3 Folgen. Starten wir in die nächste Saison rein. Und mal schauen, was dann so abgeht. Ich würde sagen, wir fangen gar nicht lange und schauen einmal vor bis zum nächsten Spiel. Und wir haben ja das letzte Spiel heim verloren gegen Köln. Das finde ich so bitter. Das finde ich echt teilweise echt scheiße. Dadurch sind wir halt jetzt relativ weit zurückgefallen. Hätten wir dann Sieg, wären wir immer noch auf 2 Punkte ran. So müssen wir uns immer wieder hocharbeiten und dann verlieren wir in der Simulation und sind wir wieder unten. Ja. Aber ich würde sagen, dass wir gar nicht lange fackeln und wir nehmen Hamburg natürlich auch ernst. Und die Kugel mittlerweile mit 10 Treffern schon wieder ganz weit vorne. Schon noch kurz rein. Ja, Hamburg nehmen wir natürlich total ernst. Ich habe Jesus bester Torschütze im Pokal. Tiretti ist mit 7 Torvorlagen auch ganz weit oben dabei. Dann kommt Müller von den beiden davor und dann Niederlechner alle mit 7. Ohne Gegentor dürfen wir nicht so, nicht so schlecht. 5 Stück. Ja, das geht besser, weil das sind immer absolut heftig viele. Gelbe Karten ist bei uns höher dabei mit 3 und rote Karten haben wir niemanden am Start. Geiler Scheiß, Leute. Und dann würde ich sagen, fackeln wir gar nicht lange und wir sehen uns gleich in der Partie. So, Leute, da sind wir wieder im Volksparkstadion am Start, Leute. Ja, die Hamburger gegen die Kölner. Was laber ich? Die Hamburger gegen die Lauterner. Ich war noch im letzten Spiel gegen die Kölner. Heute am Start. Ihr seht schon Hamburg in den pinken Trikots, wir in den schwarzen Trikots. Und ja. Ich weiß nicht, ob ich sie jetzt schon wechseln habe, aber ihr wolltet ganz gerne auch mal, dass ich hier die Aufstellung von Hamburg dann, dass ihr die mal sehen könnt. Oder von den gegnerischen Vereinen immer. Mal schauen, ob wir die jetzt hier gleich noch sehen werden oder nicht. Ja. Gucken wir mal, da sind wir. Sehen wir die jetzt noch? Ja, da haben wir die Aufstellung der Hamburger. Ja. Mit einem 4-2-3-1 Santos, Oliveira, Baumgartel, Diekmeyer, Baumgartel von uns gekommen. Oscholek, Wallis, Kostic, Hunt, Müller und im Sturm. Lasogga hinten drin. Der René. Und das sind wir. Wir, ja, immer noch mit Türk. Der macht das ganz gut, da finde ich. Eine Zentrale. Im 4-3-2-1 und ich glaube, das brauchen wir uns gar nicht so genau angucken, denn das wisst ihr ja, wie es aussieht. Und dann würde ich sagen, starten wir in die Partie. So, Leute, wir kommen zur ersten Aktion in dieser Partie und das ist ein Freistoß, den für uns Türk treten wird. Türk, der kann das. Türk! Und dann steht es 1-0! Wir haben 2 Freistöße hintereinander verwandelt! Und das ist ein ganz starker, Freistoß von Türk. Mit seinem ersten Treffer für uns, glaube ich. Seit längerem auf jeden Fall schon. Ganz stark um die Mauer gezirkelt und dann ins Tor rein. Oh, jetzt mal die Hamburger hier. Vielleicht mal mit Gefahr, Kostic da gut vorbeigekommen! Und dann Lasogga mit dem Kopf. Und Kardinale hält unseren Kasten hinten fürs erste sauber. Erstes Mal Gefahr der Hamburger. Wir müssen aufpassen! Da läuft wieder Potenz. Potenz! Einfach mal schießen hier, versucht da nochmal Gefahr zu erzeugen, aber das ist da nicht so gefährlich, aber so viele Szenen, die ich reinstellen, gibt es nicht, deshalb werdet ihr die hier sehen.
So. Stark. Noch mal etwas Gefahr hier, der Hamburger. So, damit ist Halbzeitpause. Ja, ich würde sagen, es ist eine relativ zerfahrene Partie, die sehr ausgeglichen ist. Nicht viele Chancen. Wir, wie immer, eigentlich mit so ein paar Sticheleien mehr nach vorne als die anderen. Aber es ist eigentlich immer alles sehr ausgeglichen, Leute. Das ist ganz, ganz klar. Wir kommen halt nicht wirklich vor nach vorne. Wir hatten so mal ein paar leichte Chancen, aber wenn man sich das Spiel von hier, glaube ich, auch nochmal anguckt, sieht man es auch hier 4 zu 2, 4 zu 1 Schüsse. Deutlich mehr Ballbesitz, also mehr bei den Hamburgern. Ja, passt, glaube ich, das ist auch nicht unbedingt gerade die überrangste. Also relativ ausgeglichen alles. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich. Hier, Kuru! Und dann ist da Dupont! Das war bis jetzt die gefährlichste Aktion. Und da ist das 2-0 durch Papadopoulos! Nach der Ecke! So kann man auch in Führung gehen. Zwei Standards helfen dem spielerisch nicht um den Topspiel. Was eine Top-Ecke da, und Papadopoulos läuft ganz perfekt rein. Und das ist natürlich auch ein kleiner Torwartfehler. Die Frage ist, kann der den da noch besser rausholen, der René Adler? Oder nicht? Der Mann, der den Hamburgs Feuermänner der Saison verlassen wird. Und dann steht's 2-1. Und das ist ein ganz klarer Korbfehler von Cardinale. Fängt das jetzt schon wieder an. Er springt raus, um den Ball zu haben. Hat ihn dann nicht, dann ist das Tor leer, vielleicht sogar. Das habe ich auch nicht gesteuert. Auf der Außenbahn. Und Türk kann sich dann nicht mehr anders helfen als mit diesem Foul hier. Oh, den Kleinsten auf die Linie stellen, das ist vielleicht gar nicht so gut. Und trotzdem rettet er uns. Jesus, Gabriel, Jesus, Gabriel, Jesus! Ein wenig Gefahr nochmal. So, spielerisch geht bei uns nicht mehr viel. Henry Onyekuru. Es war nicht mal abseits. Ich dachte, es war abseits. Du Poch, Jesus! Wieder Gefahr. Jesus! Wieder nicht. Jetzt am Ende schießen wir uns nochmal in Rage hier. Aber den Sieg nehmen wir, denke ich mal, mit. So, und damit ist das Spiel jetzt vorbei. Wir gewinnen Spiel Nummer 1 mit 2 zu 1. Am Ende dann doch verdient, würde ich behaupten. Gegen den Hamburger SV. Es war eine relativ zerfahrene Partie. Langweilig schon, würde ich behaupten. Die Schlussphase war richtig stark von uns noch. Sonst aber nicht unbedingt viel zu sehen von uns. Eher Standards. Die Standards haben uns auf die Tore gebracht. Das war das, was uns am Ende zum Sieg geführt hat. Die Standardsituation, die sonst nicht gut sind bei uns. Die Freischüsse vorher. Eins durch Ayub gemacht, davor noch. Und dann direkt danach das nächste hier so. Und dann die Standardsituation. Ecken sind auch meistens keine Tore bei uns. Ich würde sagen, einer von 10 vielleicht maximal geht rein. Also maximal geht einer von 10 rein. Vielleicht auch eher einer von 15, einer von 20. Kommt immer drauf an. So. Ich würde sagen, wir gehen vor bis zum Spiel gegen PSV. Und gucken mal, was wir in diesem Spiel dann an der Mannschaft noch verändern. Wir schauen, was wir dann noch verändern wollen am Team. Ein bisschen was werden wir definitiv tun. Aber ich würde sagen, wir nehmen aber Jupp auf jeden Fall wieder mit. Dupont,
Hartl, der Mann ist wieder fit, der kommt auch mit. Kehrer für Ayan mit. Und natürlich Depor habe ich eben auch schon. Der kommt natürlich wieder rein. So, und dann schauen wir mal, was wir machen werden. Wir werden Tüdyk mal rausnehmen. Wir werden Höger rausnehmen. Wir werden Papadopoulos rausnehmen. Und wir werden, ich würde sagen, wir werden hier den guten Toyan für Kongolo bringen und Ulkowski für Felix Paslak. Und vorne unser Dreieck lassen wir da vorne, oder unser Viereck da vorne, lassen wir definitiv erstmal von Anfang an wieder ran und schauen, was da geht gegen PSV. Erstes Spiel haben wir ja gewonnen. Ich weiß gar nicht, wie hoch, ob es deutlich war oder vielleicht auch nur ganz knapp. Ein Sieg soll es auf jeden Fall werden. Wir haben letztes Mal auch schon gegen die mit den grünen Trikots gespielt. Wir mit unseren roten, weinroten Trikots gegen die grünen Trikots von PSV. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der Partie. So, da sind wir wieder am Start. Und schauen, was hier so funktionieren könnte. Ja, wir haben doch schon jetzt nicht durchgeguckt. Ist jetzt nicht so schlimm, muss ich mir erst noch dran gewöhnen. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich. Oh, jetzt müssen wir hinter direkt mal aufpassen. Das ist aber ganz, ganz, ganz frei. Alles da hinten. Und dann direkt erste Latte-Treffer. Und dann, was ein Scheiß 1-0. Das gibt's ja nicht. Aber wir haben das Spiel 3-0 gewonnen. Okay, das ist nicht so schlimm. Bad Ramisla. Ah, mit dem ersten Tor. Und das war ein Scheißtor, denn den kann man auch halten. Onyekuru mit dem ersten Versuch. Das erste Mal vielleicht etwas Gefahr von uns. Und jetzt Gabriel Jesus, Gabriel Jesus und Ausgleich. Der Mann immer noch ein ganz starker, er trifft wieder. Letztes Spiel nicht erfolgreich, jetzt trifft er wieder. Stark hier vorbeigezogen und dann ist er natürlich viel zu schnell für die Nummer 3 der Niederländer, für Moreno. Noch mit dem schwachen Linken, ganz eiskalt. Oh, harte, dummer Fehler! Und es dürfte gelb geben für Fabian Scher. Gibt es auch. Ganz, ganz klare Geschichte. Der versucht ihn einfach umzuhauen. Trifft dann den Mann ohne Ball. Und Hartl gewinnt das Kopfballduell. Das ist auch eine Premiere, abgefälscht! Und alles steht 2-1. Hier, wir hatten ihn schon und dann geschossen, abgeblockt und genau zu Emir, zu Jorrit Hendricks, auch für ihn das erste Tor in diesem Pokal. Und nochmal Gefahr, kurz vor der Pause. Also wir auf jeden Fall hier nicht unverdient hinten. PSV 9-5 Schüsse, wir 3-1. Das muss jetzt in der zweiten Hälfte, wenn wir das Ding noch drehen wollen, hier echt besser werden. Und ich würde sagen, wir wechseln auch nochmal ein bisschen. Hinten gefällt mir das bis jetzt gar nicht, was da zusammenkommt. Wir bringen Paslak rein. Kowski gefällt mir da jetzt gerade nicht und auch Papadopoulos, obwohl Kehrer die Innenverteidigung gefällt mir okay. Vielleicht Scher raus. Ich glaube, wir machen es so. Haben wir alle drei Wechsel getätigt. So werden wir es machen. Wir müssen vorne jetzt was tun, aber auch unsere Defensive stärken. Und die geht gar nicht.
Stark, Ciciretti. Ciciretti, Amato, Ciciretti! Und der Versuch, hier den Ausgleich zu erzielen. Harte. Moussa Dembélé. Und der macht es! Moussa Dembélé kommt rein und der Joker sticht. Das ist so ein typischer Hartl eigentlich. Und die beiden Stürmer feiern zusammen 2-2. Wichtiges Ding, aber es macht auch stark. Starker Pass. Er zieht ihn nochmal zurück auf den rechten und dann was ein Abschluss. Das hat ihn noch so gut draufbringt. Hätte ich nicht erwartet. 2-2. Und jetzt hinterher natürlich alles offen. Wieder der Ball raus für Moussa Dembélé. Und der haut das Ding in die Wolken. Ist so frei. Und dann haut er das Ding unbedrängt in die Wolken rein. Den musst du natürlich machen. Und den davor macht er dann. Oha, und dann nochmal Gefahr durch PSV. Jetzt, und damit ist das Spiel aus. Es geht zwar nur 2-2 aus, aber für uns reicht es. Wir kommen damit in die nächste Runde der Champions League. Wir hatten Glück in der ersten Hälfte, in der zweiten hatten wir eher Pech. Aber das lief sehr gut für uns. So Leute, da sind wir wieder am Start im Menü und ja, 5,5 Millionen Turnierpreisgeld für, ja, das Weiterkommen in der Champions League. Und jetzt müssen wir natürlich nur noch darauf hoffen, dass wir Leipzig schlagen können. Wir sind wieder oben mit dabei dadurch, Leute, weil Leverkusen und Bayern haben im letzten Spiel gepatzt, wo wir gegen Hamburg gewonnen haben. Und jetzt nicht verlieren gegen Leipzig, sondern einen Sieg holen, dann wäre das richtig stark. Aber wir müssen hier ordentlich durchrotieren. Höger rein, Tüdück rein, Ciciretti muss auch raus. Ich würde sagen, wir tun dann einfach mal den hier vorne, weiter noch nach vorne. Als Mittelstürmer hin. So spielen wir es. Und dann rücken die hier so in ein 4-2-3-1 System. Würde ich sagen. Rein. So. So würde ich es machen. Dann würde ich hinten drinnen wieder Papadopoulos reinbringen. Hinten links wieder Kongolo. Hinten rechts wieder Felix Passlack. Dann haben wir wieder die Top 11. Und so werden wir es machen. In dieser 4-2-3-1-Formation. In dieser komischen. Müssen wir wieder richten nächstes Mal. Unser 4-3-2-1. Aber das passt schon so. So können wir es gut machen. Und so dürfen wir nicht patzen. Und let's go up in die Partie. Wir haben Glück, Heizelberg, was schießt in der 11. Minute einen Elfmeter. Das ist wichtig für uns. Dadurch können wir vielleicht kommen. Bis jetzt noch 0-0. Und 1-1, zieht direkt die 86. Führungstreffer und Braithwaite 90. mit dem Ausgleichstreffer. Wir können in der Situation nicht gewinnen. Aber Bayern und Bayer Leverkusen patzen. Und die Leverkusen nicht, aber Bayern. Mit einem Sieg, der Punkt gleich mit dem ersten und Leverkusen. Ja. Ach nee, Punkt gleich mit dem zweiten. Leverkusen wäre ein vor uns. Schade. Somit hängen wir wieder hinterher, weil wir diese Mission nicht gewinnen können. Aber Leute, ich würde sagen, wir machen jetzt noch schnell das Training. Dann können wir eigentlich zufrieden sein mit dieser Folge. Ach so, genau, wo wir noch drauf achten müssen, ist, dass hier auch noch das Champions League Spiel mit reinrückt. Einmal wieder. Und dann müssen wir mal gucken, wie es am Ende läuft. Wahrscheinlich müssen wir dann am Ende nochmal eine extra Folge für Pokal und Champions League Finale machen, wo wir beide spielen werden. Ja, Leute, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich für die heutige Folge.
Lasst gerne ein Like da, falls euch gefallen hat. Schaut auch gerne bei meinen letzten Videos vorbei. Und dann würde ich sagen, falls ihr es noch nicht getan habt, aber es euch gefallen hat, lasst auch gerne ein Abo da. Ich würde mir das sehr wünschen. Ich gebe mir sehr viel Mühe. Ich schneide jetzt auch meine Videos, Leute. Das war das, was ihr euch teilweise viele gewünscht habt in den Kommentaren häufig. Und deshalb habe ich euch damit hoffentlich euren Wunsch erfüllt. Und deshalb verabschiede ich mich dann für heute. Bis dann!